Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch sprechen über die Benutzung von dem Doppelkupplungsgetriebe, welche Fahrstufen für welche Funktion zuständig sind. Das Video richtet sich insbesondere an Erstbenutzer und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Im heutigen Video sprechen wir in erster Linie über die Benutzung der einzelnen Fahrstufen, über die Eigenschaften des Doppelkupplungsgetriebes, auch Direktschaltgetriebe genannt, deswegen auch DSG. Und ich würde sagen, wir legen einfach direkt einmal los. Was sofort auffällt, wenn ihr in ein Automatikfahrzeug bzw. in ein mit DSG ausgestattetes Fahrzeug einsteigt, ihr habt nur zwei Pedale. Das rechte ist für die Gasdosierung zuständig und das linke entsprechend für die Bremse und zum Einlegen der einzelnen Fahrstufen. Dann haben wir in der Mitte des Fahrzeugs sitzend den Wählhebel, mit dem ihr die einzelnen Fahrstufen P für Parken, R für Rückwärts, N für Neutral und D für Drive einlegen könnt. Bei anderen Fahrzeugen und Fabrikaten kann der Wählhebel aber auch als Lenkstockschalter angebracht sein, sodass ihr dann quasi mit eurem Wischerschalter eben die einzelnen Fahrstufen einlegt. Beginnen wir mit der Wählhebelstellung P. Diese solltet ihr einlegen, wenn ihr das Fahrzeug abstellen wollt, denn dann ist dieses Getriebe in seiner Position gesichert und das Fahrzeug kann in der Regel nicht mehr wegrollen. Um das Getriebe in der Parkposition zum Beispiel auch am Berg zu entlasten, solltet ihr mit der Parkbremse arbeiten. Diese könnt ihr in diesem Fall einfach nur nach oben ziehen und dann ist die Parkbremse aktiviert. Um die Zündung des Fahrzeugs zu aktivieren, drückt einmalig den Startknopf, den ihr meist auch in der Fahrzeugmitte findet. Sobald ihr diesen betätigt habt, wird dann auch die Zündung gestartet und ihr werdet meist mit einem Willkommensscreen begrüßt. Sobald dann auch die Zündung aktiviert ist, läuft in der Regel auch die Lüftung an und ihr könnt das Infotainment-System eures Fahrzeugs verwenden. Wenn ihr euch jetzt entschieden habt, mit dem Fahrzeug loszufahren, müsst ihr zwei Dinge machen. Drückt mit dem rechten Fuß am besten auf das Bremspedal und geht dann auf den Startknopf und das Fahrzeug startet. Wir sehen, die Drehzahl erhöht sich auf Standdrehzahl. Und jetzt habt ihr freie Verfügung über den Wählhebel. Ihr könnt jetzt die einzelnen Positionen durchschalten. Eine Sache, die ich vorhin noch vergessen habe zu sagen: Manche Gänge lassen sich nur einlegen, wenn ihr vorne diesen Hebel auch zurückzieht. Das bezieht sich vor allen Dingen auf P und R. Das heißt, wenn ihr verschaltet, müsst ihr diesen Pin zurückziehen und könnt dann entsprechend die Gänge wechseln. Das ist nicht erforderlich, wenn ihr zum Beispiel in D seid, rüberschaltet. Da in dem Bereich braucht ihr diesen Pin nicht zurückziehen. Aber wenn ihr zum Beispiel von N auf R in diese wesentlichen Fahrstufen oder auf P umschaltet, ist das erforderlich. Ich bin jetzt in der Position R. Mit dieser Position wird jetzt zum Beispiel auch die Rückfahrkamera aktiviert. Bin jetzt mit meinem Fuß auch immer noch auf der Bremse, denn jetzt, wenn ich die Bremse loslassen sollte und ihr kein Auto-Hold aktiviert habt, was ihr hier in der Mitte findet, das Auto-Hold sorgt dafür, dass der Wagen nicht von alleine losfährt. Das hat aber nicht jedes Fahrzeug. Wie gesagt, wir können jetzt die einzelnen Gänge durchschalten. In dem Fall bin ich jetzt im R, Rückfahrkamera ist aktiviert. Wenn ich Gas geben sollte, dann würde das Fahrzeug jetzt auch rückwärts losrollen und von alleine fahren. Schalte ich in den Gang N, steht das Fahrzeug. Weiterhin ist jetzt aber aktuell frei. Das heißt, wir können jetzt rollen, insofern nicht die Parkbremse aktiviert ist. Wenn die Parkbremse aktiviert ist, können wir entsprechend auch im Leerlauf Gas geben. Jetzt kommen wir zum eigentlichen und interessantesten Modus. Wir schalten in den Modus D und haben jetzt entsprechend die Möglichkeit, vorwärts zu fahren. D für Drive. Bei den meisten Fahrzeugen haben wir auch im Tacho eine Anzeige, in welchem Gang wir uns gerade befinden. Dieses jetzt hier auf dem kleinen Display oben rechts. Ich wechsle jetzt nochmal die Gänge durch. Wir sind jetzt wieder in P. Ich schalte jetzt nochmal zurück in den Modus D und wir sehen hier hinter dem kleinen D entsprechend die jeweilige Fahrstufe ausgewählt. Kurz erklärt, wenn wir uns im Modus D befinden, haben wir zusätzlich die Option, auf S umzuschalten. Wie ihr auf S umschaltet, zeige ich euch jetzt. Ihr zieht den Wählhebel einmalig zurück und dann erscheint auch im Display die Option S für sportlich. Wenn ich wieder den Wählhebel zurückziehe, sind wir wieder auf D.
Wenn wir auf S fahren, schaltet der Wagen später hoch. Wir haben aus meiner Sicht einen anderen Gangwechsel, was nicht bedeutet, dass das Fahrzeug jetzt viel schneller unterwegs ist. Da darf man sich nicht täuschen lassen. Aber wir haben eben ein etwas sportlicheres Fahren. Ist zum Beispiel vielleicht geeignet bei schnellen Anfahren an der Ampel oder wenn man jetzt im Hängerbetrieb unterwegs ist und man muss irgendwo mal einen Gang halten oder weiter ausdrehen, dann macht das Sinn. Kommen wir somit zur letzten und aus meiner Sicht ausschlaggebendsten Funktion für das DSG-Getriebe. Wir haben hier auf der rechten Seite einen manuellen Modus. Und jetzt sehen wir auch schon, ist hier auf der Wählhebelkulisse eingetragen Plus und Minus. Wenn ich jetzt den Wählhebel zurückziehe, habe ich einen Runterschaltvorgang oder einen Schaltvorgang nach unten, sprich von 2 auf 1 zum Beispiel, oder eben einen Schaltvorgang nach oben von 1 auf 2, von 2 auf 3 und so weiter. Und diese Gänge werden euch auch hier entsprechend in eurem Display angezeigt. Ja, wir befinden uns jetzt im manuellen Modus. Aufgang 1, würden wir jetzt unterwegs sein und fahren, haben wir zum Beispiel dann einen Gangwechsel in 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ganz wichtig für die Sportlichen unter euch, wir haben bei den modernen Fahrzeugen unter anderem auch Lenkradtasten, wie hier zu sehen. Diese ist auch oft bekannt als Schaltwippenfunktion oder F1-Schaltung. Bei VW finde ich das sehr elegant gelöst. Wir haben hier entsprechend links und rechts eine Schaltwippe, auf der wir auch nur eine Funktion ausüben können. Auf der linken Seite herunterschalten, auf der rechten Seite hochschalten. Das sorgt dafür, dass der Fahrer sich nicht vertun kann. Natürlich müsst ihr links und rechts beherrschen, damit ihr hier eben vom Gehirn aus das passende Signal geben könnt und dann eben zum Beispiel den Gang nach oben wechselt. Zum Schluss noch ein paar wichtige Infos, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte. Verschaltet das DSG-Getriebe nicht während der Fahrt. Das heißt, wenn ihr euch im D-Modus befindet, schaltet nicht zurück in N. Noch schlimmer, versucht nicht in R zu schalten und auch erst recht nicht in D. Wir haben hier verschiedene Getriebesynchronisationen, die nur funktionieren und nur richtig funktionieren, wenn ihr steht. Das heißt, diese Gänge, die oberen drei, die solltet ihr nur angehen, wenn ihr wirklich im Stand euch befindet. D könnt ihr natürlich beliebig verschalten, wie ihr möchtet, hier auch am Lenkrad oder eben am Wählhebel direkt. Aber kommt nicht auf die Idee, bei voller Fahrt in N oder in R zu schalten. Das solltet ihr vermeiden. Zudem solltet ihr euch bewusst sein, auch das DSG-Getriebe ist wartungsintensiv. Solltet ihr hier ein Wartungsintervall vorgegeben haben vom Hersteller, dann solltet ihr euch entsprechend auch an diesen halten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß in der Benutzung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Fahren mit DSG. DSG ist eine tolle Erfindung und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.